Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Heute erste Einheit am Montag, gleich medienöffentlich. Auch die letzte Einheit in dieser Woche öffentlich auf jeden Fall, denn am Donnerstag wird ja das zweite Testspiel in Bocholt stattfinden gegen den ersten FC Bocholt. Und ja, da werden die Fans dann auch wieder die Möglichkeit haben, ihre Spieler live zu sehen. Ganz in der Nähe ist ja nicht ganz so weit weg. Und die Heimat übrigens von Simon Terodde, den wir heute auch im Interview hatten. So viel schon mal dazu. So, erstes Personalupdate. Paul Seguin, der war heute nicht mit auf dem Platz. Der hatte am Samstag im Testspiel einen Schlag auf die Wade abbekommen und wurde dann heute geschont. Und wer auch nicht dabei war, eigentlich hätte heute dabei sein müssen, ist Kenan Karaman. Der ist leicht angeschlagen, leicht erkältet, soll im Laufe dieser Woche wieder einsteigen. Wer dabei war? Marius Bülter hat heute voll mittrainiert. Und ja, da sieht man ja, dass man immer noch nicht ganz so auf der Zielgeraden mit der TSG Hoffenheim ist. Naja, vielleicht bleibt er ja auch doch noch auf Schalke. Ja, und wer ebenfalls dabei ist, Rodrigo Salazar. Der hat nämlich heute auch wieder seinen ersten Tag hier auf Schalke nach seinem Urlaub, Länderspielurlaub. Hat heute quasi seine Belastungssteuerung nachgeholt, zusammen übrigens mit Cedric Brunner. Und da haben wir uns ein bisschen verwundert, Cedric Brunner, warum heute Belastungssteuerung? Ja, der hat am vergangenen Wochenende die Belastungssteuerung verpasst, war leicht angeschlagen, ist dann aber ganz normal ins Training eingestiegen, hat auch am Wochenende gespielt. Und ja, er und Rodrigo haben quasi heute zusammen ihren Leistungstest absolviert. Ebenfalls nicht auf dem Platz war Justin Hickerin. Der fehlte heute wegen einer Belastungssteuerung, wird also nach und nach wieder rangeführt.